Ja, hallihallo alle zusammen und herzlich willkommen hier bei Let's Play Together Dark Age of Camelot. Hallo Brause. Hallo Deut, alles im Lot. Alles im Lot, ja, und wenn ich mich nicht verzählt habe, dann haben wir jetzt die 200. Folge. Das heißt, wir haben noch eine Special-Folge zu machen. Wir haben ja schon die, ich glaube, 300. Folge von Guild Wars. Hätten wir eine Special-Folge machen müssen, haben wir noch nicht gemacht. Und jetzt auch die 200. von Dark Age. Da haben wir also jetzt einiges noch zu tun in der Zukunft. Wenn ich mich nicht verzählt habe, wie gesagt, das ist nicht immer ganz einfach. Ich habe heute die 195. Folge hochgeladen, also bei mir heute, bei euch heute ist das dann ja schon eine ganze Zeit in der Vergangenheit. Und ich habe noch 4 Folgen auf der Platte, plus die halt, die ich hochgeladen habe, 5. Ne, Moment, nein, 4 mit der zusammen, das heißt, das ist jetzt die 5. und das wäre dann die 200., wenn ich richtig gezählt habe. Ihr seht, also das ist gar nicht so einfach. Und, oh, dankeschön, ich glaube, ich habe hier gerade Bass gekriegt. Thank you. Und Bass ist auch ein gutes Stichwort, Brausewind. Sag mal, du hast doch auch Bass. Ja, ich überschütte dich damit. Ach, das ist ja nett. Boah, guck mal, wie viel Bass da oben leuchtet. Die sind aber, glaube ich, nicht alle von dir. Die sind auch hier Kova. Kova, der hat ordentlich gebufft. Der hat ordentlich gebufft. Und buffen ist auch ein gutes Stichwort. Wir haben jetzt Tipps bekommen, wie wir skillen sollen. Dafür nochmal vielen Dank. Brausewind wird sich also erstmal auf das Buffen konzentrieren und dann, ich glaube, Cave oder Höhle oder so, dann nachher ein bisschen hochziehen für Damage. Und ich werde auf den Hammer gehen, weil der wohl Level 39er Snare-Schlag hat und auch nicht so viel Ausdauer verliert. Und jetzt schleiche ich mich hier schon gerade langsam aus dem Tor raus. Denn wir haben noch eine Quest zu erledigen. Wir sind ja hier hochgeflogen und hier in der Nähe ist doch auch irgendwo Darkness Falls. Da. Einmal um den Teich rumrennen. Ja, wo wir beim letzten Mal so schön rüberschweben konnten, rüberflattern. Ja, jetzt Alter, sind wir... Ist natürlich die spannende Frage, wo kriege ich eigentlich einen Hammer her? Und sollte das lieber ein Zweihandhammer sein oder soll ich mir den Vorteil des Schildes zunutze machen? Ich denke mal, das wird ein Zweihandhammer werden, weil ich weiß nicht, ob der Skalde überhaupt Schild skillen kann, beziehungsweise selbst wenn er es könnte, ob das sinnvoll wäre, ob dafür die Punkte da sind. So als Wikinger, der ich ja noch bin, kann ich das nicht. Ich habe nur Axt, Hammer, Schwert und Parieren. Solche Sorgen hast du natürlich nicht, Brause. Nee, hätten wir uns nicht gerade auch ein bisschen Speed holen können? Ja, jetzt wo du es sagst. Um schneller. Da ist auch irgendwo der Speed-NPC. Ja, aber jetzt sind wir jetzt den halben Weg schon gegangen. Ja, jetzt ist auch egal. Das sind ja keine Schildbürger. Die machen sowas natürlich, ne? Ich glaube, die Geschichte kennt ihr auch alle, wo sie... Was war das? Irgendwas mit Baumstämmen oder sowas? Diese mühsam den Hügel runtertragen. Und der Letzte, der rutscht ihn weg und rollt dann von ganz alleine runter. Dann haben sie sich gedacht, oh, da haben wir ganz umsonst geschleppt. Tragen alle Baumstämme wieder hoch und lassen sie runterrollen. Ja, ja, das ist vernünftig. Ja. Das ist auch gar nicht so weit hergeholt, wenn man sich so anschaut, was diverse Städte so alles machen. Beim Bewaffnungsproblem gab es mal den Sänger Pete Seeger, der sang das Lied If I Had a Hammer. If I had a hammer, ne, das sagt mir gar nichts. Ich möchte es auch nicht vorsingen. Oh, na gut. Ich weiß ja gar nicht, ob sowas erlaubt ist auf YouTube, einfach Lieder zu singen, ohne jemandem Geld zu geben. Ja, das wäre möglicherweise Diebstahl, Brausewind. Möchte also auch nicht, unsere Fangemeinde kleiner machen. Diebstahl und Körperverletzung. Ach, jetzt kommen wir auch durch einen ganz anderen Eingang nach Darkness vor. Kenne ich ja überhaupt nicht. Ja, das ist jetzt nicht mehr... Kenn ja nur den... Ja, von Hibernia und von Albion. Das heißt, den von Albion haben wir ja in unserem Let's Play gar nicht benutzt. Ey, da waren wir in Darkness vor uns nicht gewesen.
denn überhaupt zugangsberechtigt? Rein kommst du da immer? Ah ne, stimmt gar nicht. Gelogen. Ich dachte, ja, levelmäßig kommst du immer da rein. Aber es geht natürlich nur, wenn auch entsprechend viele Keeps in der Hand sind. Und momentan ist das nicht der Fall. Albion hat exklusiven Zugang zu Darkness Falls. Wo bist du eigentlich? Da. Ja. Komm, hier. Ich mach mal die Laterne an, dann siehst du mich auch. So. Und da hinten, da ist irgendwo der Eingang. Was sind denn hier die Mobs? Ach, guck mal, das sind Orangene. Da können wir ja gleich noch ein bisschen uns hinsetzen und klopfen. Wenn wir sowieso nicht reinkommen nach Darkness Falls, dann... Ich weiß nicht, ob wir für die Quest, ob wir da rein müssen oder ob es möglicherweise reicht, wenn wir da irgendwo in die Nähe kommen. Ich mach nochmal auf, was da überhaupt steht. Lokalisieren sollen wir... Oh, Vorsicht, da sind Lila, ne? Den Eingang... Ja, wir sollen ihn lokalisieren. Das haben wir gemacht, aber das hat der Quest jetzt auch nicht. Ach doch, 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 jetzt doch. Sagt jetzt das. Sagt das. Ja, fast habe ich es mir gedacht, ne? Return to Oslin in Mulan and talk to him. Er hat uns ja einen weiten Weg geschickt. Vielleicht sollten wir uns mal bemühen, berittenes Material zu kriegen. Da dürfen wir noch nicht reiten. Ich weiß nicht genau, wie das mit Pferden hier ist, aber ich weiß zumindest, es ist nicht einfach. Aber hier ist so ein kleiner gelber Hudu. Oh ja, du hast dir da gerade schon einen angelacht, ne? Moment, ich rette dich. Weg von meinem Schaman. Boah, ich hab geblockt. Boah, Blute, du Hulu, Blute. 3 Damage durch meine Blutung, boah. So, da haben wir unseren ersten hier erlegt. Und dann denke ich mal, machen wir bei den Ora da unten einfach weiter. Ich muss mich noch eben hinsetzen, weil Ausdauer und so. Du darfst übrigens, ja, bei den Gelben darfst du auf jeden Fall mit draufhauen. Ich muss mal gucken, wie das bei den Orangenen wird, wie viel Schaden der so raushaut. Ja, ansonsten wie ist auch das noch denn mit Gelbe. Der Punkt, wie ist das denn mit der Punkteaufteilung, wenn ich dich heile und du... Das exakt für identisch. Mich dann, einfach. Ja gut, dann ist es ja besser, solange du mit den Ors klarkommst, sag ich mal, dass ich ja dann im Hintergrund stehe und heile, ne? Ich habe jetzt hier noch nichts zum Pullen. Ich muss also hier Buddy Pull machen und muss ich mal gucken, wie nah ich da ran kann. Ich will ja nicht gleich die ganze Horde... Da kommt schon einer von ganz alleine. Schon mit einem Block eröffnet. Na, 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 komm. Ah, den kriegst du gut geregelt. Und schon wieder, ah ne, das war parieren. Ja, für parieren habe ich noch keinen Style. Oh! Guck mal. Katzi. Kigane, da sind wir auch Level 5. Ja, sollen wir dann jetzt quasi zurücklatschen zum Trainer? Wir müssen ja jetzt, ich weiß gar nicht, wo wir das machen müssen. Ob wir beim Grundausbilder den Respekt machen, das probiere ich vielleicht als erstes. Und dann gehen wir zu unseren jeweiligen anderen Ausbildern und machen dann da den Rest. Doch, ich glaube, wir laufen einfach los, weil hier hat ja das Laufen an sich schon Abenteuerfaktor genug. Ja, wir sollten vielleicht ja auch den einen oder anderen, der uns da über den Weg läuft, können wir ja... Ja, können wir durchaus versuchen. Wenn die nicht schlimmer werden als Ora, dann geht das auch. Da ist noch ein gelber. Das ist doch nicht die Straße jetzt, oder ist das hier die Straße? Doch, das ist die Straße. Nach Süden. Da sind wir doch hier richtig. Ja, lass uns in Ruhe, dann lasse ich dich auch in Ruhe. Ja, die Ora, die gerade noch Oras waren, sind ja mittlerweile gelb geworden. Stimmt, das habe ich total vergessen. Die sind ja jetzt gelb geworden.
Ja, jetzt habe ich keine Endo mehr und kann quasi zugucken, wie der Kampf so ausgeht. Soll ich vielleicht mal kommen und den einen oder anderen... Ach, da liegt er doch schon. Da liegt er schon. Also kannst du gerne machen. Setz dich doch einen Augenblick hin. Ich habe übrigens was gefunden, und zwar einen Stab. Wie konnte man denn nochmal... So? Nee. Ups. Das wollte ich nicht in den Gildenchat schreiben. Sorry. Aber du hast es jetzt wenigstens gesehen. Insofern hat es seinen Zweck erfüllt. Ich stell mal den Chatkanal um auf Gruppe. Wo kann ich das denn machen? Hier. Nee, das ist falsch. Default Channel. Group. So. Alles klar. Musste ich eben irgendwie schon wieder niesen. Ihr wisst, das ja ist immer meine Aufnahmeallergie. Die schlägt immer zu. Ja, da sind uns jetzt ein paar Buffs verloren gegangen. Ja, die haben uns gute Dienste geleistet. Also den Stab da, der ist nichts für dich, denke ich mal. Oder was sagst du? Lass mich mal gucken. Frömmigkeit ist das, glaube ich, oder sowas in der Art. Das klingt nach einem Wert für einen Heiler, so ganz allgemein. Und ich glaube, du kannst einen Stab ausrüsten. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, jetzt einen Stab statt einen, weiß ich nicht, was du da hast, Hammer oder so und Schild. Aber ich denke mal, Schaden tut's auch nicht. Und wenn die Werte darauf besser sind als die Werte auf Hammer und Schild zusammen oder was auch immer du da hast. Ja. Guck mal einfach, Stab ob das ist geht. Two-handed, ne? Genau, das ist two-handed. Du kannst mit dem Stab ja auch zuhauen, das geht. Ja, funktioniert, super. Ja, ja gut, die anderen bleiben, rechte, linke Hand bleiben erhalten. Kann ich das umstellen, oder? Die kannst du irgendwie umstellen. Also bei mir ist das irgendwie mit der Tastaturbelegung, habe ich irgendwann vor ewigen Zeiten mal auf Punkt und Komma, glaube ich, gestellt. Oder die stand schon so, weiß ich gar nicht mehr. Da kann ich dann hin und her switchen. Ob das bei dir so ist, keine Ahnung. Also von den DPS gleich mit meinem Hammer ist bei meinem Hammer 3,7 und der Stab 5. Der DPS, dann ist es doch nicht gleich. Was doch bei DPS steht beides mal 2,4. Und 5 ist die Waffengeschwindigkeit. Ja, dann ist sie also bei dem... Oh. Ja, da brauchst du gar nicht so lange grübeln, bist eh kein Kämpfer. Guck einfach auf die Werte, also ob da irgendwie sowas wie... Keine Ahnung, Geschicklichkeit oder so drauf ist auf deinem Hammer. Caster-Werte halt. Oder hau mit auf den Huldu. Das kannst du auch machen. Erstmal gebe ich dir noch ein bisschen Heilung. Dann hau ich mal mit auf den Huldu. Da muss ich ja nur F1 drücken, ne? Ja, du Ach, hast da. Ihn umgehauen. Super. Ah, ich glaube nicht, dass ich das... weitergehen. Ich glaube nicht, dass ich das so direkt war. Meinem Combat-Chat nach warst du das. Aber viele Hulus, ne? Wo ist denn die Straße? Da. Ist der auch? Der ist auch aggro, der Kleine. Okay. Ja gut, dann. Ich habe jetzt aber nur noch Auto-Attack, weil keine Ende mehr. Hau mit drauf, und sonst dauert das ja ewig hier. Genau. Ja, ich habe ja auch nur diese Auto-Attack. Ja, kein Lach anzubieten. Ja, da geht's dir ähnlich wie mir. Ja, und während wir jetzt laufen, mache ich einfach mal einen Cut, denn wir sind schon wieder bei knapp 15 Minuten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und Cut.